Na gut. Zum ersten Mal dran gescheitert. Zum ersten Mal gefallen. Keine Tränke mehr gehabt. Nächstes Mal lernen wir daraus. Nächstes Mal noch ein paar Tränke mehr holen lieber. Aber wir beeilen uns und gehen gleich wieder dorthin, wo wir gestorben sind. Das ist der Schrein, der uns den Froschschaden gegeben hat. Und der ekliges Wildschwein weg. Und ich sehe schon wieder, es greift uns nochmal einen Bogenschütze an. Dieser Tür muss ich gucken, auch nicht mehr so wirklich los. Ich muss mal was schauen. Vielleicht haben wir Glück. Nein, kein Drang dabei. So, ich gehe einfach weiter hoch. Ich würde soll gleich zu meiner Stadt kommen oder zum Lager. Okay. Kommen wir unfreiwillig doch in die Stadt mit einem kleinen Umweg. Der lässt hier auch niemand wirklich einen Drang. Ja, und jetzt lasse ich mal die Stadtwache ein bisschen da was machen. Weil momentan geht es mir dann doch nicht so gut. Ah, jetzt greift der Pan an. So. Hier gehen wir voran. Und da sind wir schon in der Stadt. Paralus. General Leonidas? Er ist da vorne, aber er spricht nicht mit gewöhnlichen Leuten, die uneingeladen auftauchen. Na, dann müssen wir ihn irgendwie überzeugen. Hier haben wir gleich den Brunnen, den Punkt, wo wir sicher sind. Und der Portal, der uns in die Städte bringt. Aber wichtig ist für mich erstmal die Händler, die hier an der Seite stehen. Da haben wir zwei. Und da verkaufen wir mal ein bisschen was. So, bringen uns beide etwas Stärke dazu. Behalte ich mal. Verkaufe ich auch. Halt alles weg. Gucken wir mal, was finden wir hier. 3 bis 9 Bonusschaden. Aber wichtig ist für mich erstmal ein paar Tränke zu holen. So. Und dann gucken wir nochmal zu den Waffenschmied. Vielleicht hat er uns nochmal ein paar Sachen, die für uns besser geeignet sind. Ah, zu teuer leider. 5 Bonusschaden, 3 ist 8. Bis 23, 26. Langsame Angriffsgeschwindigkeit leider. Da haben wir doch was Schönes. Vorratsstärke 64. Na, das machen wir doch mal. Ah, war schon ein bisschen zu viel. Aber hier nehmen wir jetzt einfach mal. Gucken wir auch mal schön, was wir hier noch haben. Ja, sieht so berauschend aus. Auch alles teuer, wenn es dann wirklich brauchbar ist.
Okay. Dann gehen wir einfach mal. Sprechen wir die Person ran. Ich werde dir die Wahrheit sagen. Ich habe mich erst heute Leonidas Männern angeschlossen. Mein Vater gab mir die Erlaubnis und seinen alten Speer und den Schild. Und ich zog los wie Hermes höchstpersönlich. Ich sage dir, Fremder, wir haben Invasionen gesehen. Mazedonier, die Perser. Ein menschlicher Feind kann seine Waffe und sein Schild senken. Aber diese Monster verlangt es regelrecht nach dem Tod. Na, gucken wir mal. Hier sieht man schon, ist gesperrt, um zu Leonidas zu gehen. Hier steht er. Reden wir mit dem davor. Moment mal. Kein Zivilist geht zu General Leonidas rein. Vor allem nicht, wenn er Kriegsrat hält. Nun, schau. Ein besonders wilder Zentaur namens Nessus hat einige unserer Bauern umgebracht. Er läuft im Pelanatal umher. Wir haben momentan keine Männer übrig, die wir ihm hinterher schicken könnten. Töte die Bestie und ich sorge dafür, dass du mit Leonidas sprechen kannst. Okay, und ich würde sagen, wir gehen wieder zum Brunnen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und zwar werden wir dann unseren Quest erfüllen, nämlich ja, als Hauptaufgabe, besiegen Sie den Zentauren Nessus, um Leonidas sprechen zu dürfen. Das werden wir dann anschließend begehen. Dann danke nochmal fürs Zuhören bzw. Anschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.